Hallo, wir sind Duo Nummer 10. Ich bin Franziska Heinzen, Sopran aus der Schweiz. Und ich bin Benjamin Miet, Pianist. Frau Heinzen, erzählen Sie uns doch mal, was war Ihr erstes Konzerterlebnis? Also mein erstes Konzerterlebnis war ein Kindermusical. Da sang ich die Rolle des Jona. Ja, und das Kindermusical hieß auch Jona. Sehr schön. Und bei dir? Also bei mir war es tatsächlich, da habe ich Blockflöte gespielt. Das war mein erstes Konzerterlebnis auf einem kleinen Konzert in der Waldorfschule in Siegen. Ich bin aber selber nicht auf die Waldorfschule gegangen. Und spielst auch nicht mehr Blockflöte. Das ist richtig. So, dann zieh mal die nächste Frage. Entscheidung zum Gesang. Ja, das war eigentlich keine Entscheidung. Das war eigentlich eher so ein Weg. Also von Kindermusical zu Chor, zu Singen, zu Solo-Singen. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, ob Medizin oder Gesang. Und ich habe mich für Gesang entschieden. Sehr schön, wunderbar. Und? Das größte Konzerterlebnis. Also für mich ist es eindeutig, dieses Jahr in Bayreuth für mich Tristan und Isolde am Pult, Herr Thielemann. Das war wirklich wunderbar. Das kann ich nur bestätigen, weil ich auch dabei war.